Ja, Patrick, wir sind jetzt hier bei dir im Behandlungsraum. Du bist Physio der Badminton-Elite, kann man so sagen, ne? Machst du das schon von Anfang an? Eigentlich schon. Ich bin ja seit 91 am Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz-Saar tätig. Und wir haben seit 92 auch die Badminton-Elite bei uns. Und seitdem betreue ich die auch. Und was ist ein Badminton? Also wie bist du denn dazu gekommen? Ist es auch, hast du da einen persönlichen Bezug dazu? Das kam mit den Jahren auch, muss ich ehrlich sagen, und auch mit den Erfolgen. Mit dem Erfolg kommt ja immer auch dieses Hype auch teilweise und die Begeisterung auch für diese Sportart. Und dann, Hast du selbst am Badminton gespielt? ich habe es mal probiert, Ja. aber ist leider nichts für mich. Du hast da ganz viel mitgebracht. Ja. Was brauchst du denn so als? Also was ist denn so quasi mit, was arbeitest du denn den ganzen Tag? Also den ganzen Tag, gut, als Sportphysiotherapeut ist man viel mit Massageölen und Cremes beschäftigt oder mit irgendwie welchen Kinesio-Tapes, wo man hat. Auch Eispray gehört dazu, Kühlbox gehört dazu. Dehnungen machen wir natürlich auch hier, mobilisieren und dann das eigentlich das Gros schon Ja. gesagt eigentlich. Und gab es denn irgendwie jetzt gerade schon in den letzten Tagen irgendwie, ich sag mal, kleine Unfälle, die passiert sind und dann direkt die Leute zu dir gekommen sind? Ja, es gab schon zwei kleinere Sachen, aber was Ja. heißt kleinere Sachen? Der eine indonesische Spieler ist Ja. auf dem Feld umgeknickt. Der hat sehr wahrscheinlich so einen Bänderriss, sage ich mal. Den muss man dann links mit dem Rollstuhl ins Hotel zurückschicken. Und die eine, ich glaube, es war eine Chinesin, die hat sich das Handgelenk gebrochen, ist auch schon operiert worden. Allerdings war sie mit dem Elektromobil unterwegs Also in das heißt, es war nicht Saarland. während dem Spiel. Nicht während dem Spiel. Also diese, Das das ist sehr, sehr war, ja, ärgerlich. das ist sehr ärgerlich, aber manchmal passieren halt so Kleinigkeiten. Was heißt Kleinigkeiten? Das ist schon, Das ist dann schon was Größeres, das ne? ist was Also so ein, Größeres. okay, krass. Und wenn, also kannst du auch entscheiden, dass die Spieler gar nicht mehr zurück aufs Feld kommen? Also wenn es zu schlimm Wenn ist, es zu ne? schlimm ist, ja, Ja. muss man die Entscheidung treffen in Verbindung jetzt mit dem Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ruft mich ja immer aufs Feld zuerst mal Ja. und da muss man halt gleich entscheiden, kann er weiterspielen oder nicht. Aber das macht die jahrelange Erfahrung, wo man sagt, wenn man so ein bisschen das Auge hat für die Sportart teilweise, man weiß, wie man umgeknickt ist und Ja. dann kann man sofort sagen, da nützt auch kein Eispray mehr, da ist Kompression Dann angesagt vorbei, und ja. dann war es Okay. das, ne? Und was macht denn den Beruf oder auch gerade in Bezug zu Badminton den Job für dich so, was erfüllt dich denn daran? Das Helfen eigentlich schon. Das eigentlich nur das bisschen Helfersyndrom haben. Das ist es ja, ne? Was den Beruf eigentlich Ja. ausmacht, ne? Also man kann schlecht Nein sagen immer, auch wenn es abends mal um 10 ist im Hotel bei irgendeinem Turnier. Du kannst mal gucken oder so. Man ist da auch ein bisschen der Psychologe gefordert und dann muss man halt ran. Was war denn so dein Highlight in den letzten Jahren, an das du dich vielleicht sogar zurückerinnerst? Oder vielleicht auch eine Situation, die total irgendwie nach hinten losging? Fällt mir momentan ad hoc leider nichts ein. Man hat viele so Ja, Kleinigkeiten, klar. Kleinigkeiten, so ganz große Sachen. Gut, Muss nichts Großes sein. das war bei mir halt Olympische Spiele, Ah, irgendwie klar. welche Weltmeisterschaften, wo man sagt, da, yes, das war's jetzt. Ja. Ich bin ja auch teilweise früher mit Ringen unterwegs gewesen oder mit Rudern, wo man dann auch mal Weltmeister auch hat und so. Und natürlich sind die Erfolge von Marc Lambsdorff und Isabelle jetzt weltbewegend. Das gab es noch nie im Badminton-Sport. Ja. Also deshalb, also. Da ist man immer nur so ein kleines Rädchen, wo man sagt, da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Und das ist eigentlich schon. Wir sind ja immer zweite oder dritte Rang hinten dran und dann war es das. Das reicht uns auch.